Ich habe mal früher gut gearbeitet, ne, Geld verdient, Führerschein gehabt, alles. Saß 5 Jahre im Gefängnis deswegen auch und ich habe immer nur Schläge bekommen, ich kenne nichts anderes. Vorgestern habe ich eine Eisenstange ins Gesicht bekommen. Hallo, wir haben uns hier in Kassel kennengelernt. Ja. Dürfen wir das Video auf YouTube hochladen? Ja. Und im Internet verwenden halt? Ja. Dankeschön. Erzählen Sie bitte, wie alt sind Sie, wie heißen Sie? Ich bin Liliane, ich bin hier in Kassel geboren. Ich bin 56 Jahre alt, also ich werde 57 dieses Jahr. Mhm. Und bin momentan im Frauenschutzhaus. Frauenschutzhaus. Wie kommt das, dass Sie hier leben? Ja, ich habe mal früher gut gearbeitet, ne, Geld verdient, Führerschein gehabt, alles. Ich bin an die verkehrten Leute gekommen, bin auf Drogen gekommen, habe praktisch alles verloren. Ja, habe auch 4 Kinder, saß 5 Jahre im Gefängnis deswegen auch. Und ja, und dann es kam eins nach dem anderen, dass ich auf der Straße lag. Ich habe halt auch 3 schlechte Männer, sage ich mal. Es liegt zwar an beiden Personen, aber ich habe immer nur Schläge bekommen. Ich kenne nichts anderes. Und Alkohol und Drogen. Schläge von den Ehemännern? Ja. Sieht man mir jetzt auch wieder. Haben Sie vor kurzem auch eine Auseinandersetzung gehabt? Vorgestern habe ich eine Eisenstange ins Gesicht bekommen. Oh, heftig. Von Ihrem Freund? Ja. Und was war der Grund? Was war der Auslöser? Weil er total betrunken war und es ging ums Geld wieder mal und die Drogen und ja. Können Sie sich noch genau daran erinnern, warum er das gemacht hat? Ja. Was war das denn genau? Der Auslöser war, dass er wütend war, dass ich halt ihm mein Geld nicht gegeben habe, was ich noch hatte, also, okay. Um für sein Alkohol und für Drogen auszugeben, weil mir war das Essen wichtiger und gerade jetzt in den Corona-Zeiten, ja. Mhm. Ich brauche auch Medikamente, ich bin schwer krank, herzkrank alles. Na, ich bin nicht mehr richtig krankenversichert, nichts. Ich lebe ja selber nur von Tagessätzen. Warum sind Sie nicht mehr richtig krankenversichert? Ja, durch den ganzen Stress, weil ich obdachlos, also OFW, mhm. Ne? Durch den ganzen Mist muss das erstmal wieder alles geregelt werden. Aber ich werde jetzt eine gesetzliche Betreuung bekommen, die habe ich selber beantragt, damit ich Hilfe und Unterstützung kriege. Wir haben heute den 5. März. Ja, 5. April. Entschuldigung, 5. April, genau. Weil mein Sohn hat heute Geburtstag, deswegen weiß ich es. Ja, und es ist ja Coronavirus-Problem. Ja, man darf ja gar nicht mehr zusammen abhängen, sollte man nicht. Und für unser eins ist es jetzt auch ganz schlimm. Also ich bin sehr depressiv, psychisch angespannt. Als in der Wohnung bleiben, das ist für mich die Hölle. Aber wiederum denkt man auch, man kann sich überall anstecken. Aber was es mit einem alles macht, ja, diese ganzen Folgen. Wirtschaftlich, die Geschäfte, alles zu. Man kann nichts richtig mehr machen. Überall sieht man nur noch Vermummte, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Und ich finde es einfach nur schlimm. Der ganze Virus, alles macht einen Angst. Gucken Sie, es sterben jährlich an Folgen des Rauchens 121.000 Menschen in Deutschland. Ja. Das sind ungefähr 330 Menschen pro Tag. Mhm. Bis jetzt an Corona sind 1.100 Menschen gestorben im Laufe des letzten Monates. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Aber ne? Es wächst exponentiell halt. Ne? Man ja. Weiß ja nicht, wo es landet und was landet letztendlich der Höhepunkt ist. Macht alles, ne? Aber was ist Ihre Meinung zu den 121.000 Toten, die an Folgen des Rauchens sterben? Finde ich genauso schlimm wie jetzt dieser Virus. Das ist genauso schlimm. Und dass die Leute halt einfach nicht aufhören und nicht lernen. Ne? Dass irgendwie, ich möchte nicht wissen, wie es, wenn wir wirklich das gut überstehen sollten, ob die Leute noch genauso so kooperativ sind oder zusammenhalten, wie sie es momentan versuchen oder machen. Ja, also ich habe jetzt neulich erfahren, es hat eine Frau, eine wildfremde Frau angehalten, die hat mir ein Paket in die Hand gedrückt mit Lebensmitteln und Getränke und Essen und Decke, also ganz lieb. Und ich hoffe, dass das nur, dass das auch irgendwo bei den Menschen hängen bleibt. Auch, dass es so schlimm werden kann. Es ist ja praktisch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr haben wir ja irgendwelche, sag ich mal, Viren oder irgendwas. Und dadurch, dass wir halt so viele sind und auch aufeinander hängen, sag ich auch mal, verbreitet sich das auch unheimlich. Die sozialen Einrichtungen, die sonst immer aufhaben, ja, haben die auch nicht offen? Mehr offen. Also wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie jegliche Hilfe zu holen oder Lebensmittel zu holen oder irgendwas. Geht nicht mehr. Kann man das wenigstens abholen? Nein, geht auch nicht. Geht auch nicht? Geht auch nicht, nein, geht nicht. Also wir sollen dafür Verständnis haben, habe ich auch. Aber wiederum sage ich mir, also wenn man mit Hunger irgendwo auf der Straße rumhängt, ja, oder nicht weiß, wo man hin soll,
dann ist das schon ganz, ganz schlimm. Ne? Und viele meiner Bekannten liegen nun mal auf der Straße oder haben Hunger. Ihre Bekannte, wo wir gerade waren, haben Bier getrunken, hatten viel Alkohol. Wo haben Sie das herbekommen? Wir gehen schnurren auf der Straße, betteln. Aber höflich halt, ne? Oder basteln irgendwas und fragen halt. Ne? Mhm. Und dadurch finanzieren wir uns das halt auch. Okay. Und wann waren Sie das letzte Mal betteln? Ja, ich gestern. Gestern? Ja. Sind es jetzt viel weniger Leute? Kommt drauf an, also auf welcher Ecke man ist. Es gibt welche, da sind ganz viele, jetzt gerade in der City. Mhm. Aber es gibt Ecken, da sieht man nur ein, zwei Leute. Aber ich finde, es sind mehr geworden. Und was sagen jetzt die Obdachlose, wenn sie betteln gehen? Ja, wir haben, geben Sie bitte uns Geld für Essen? Ja, zum Essen oder man unterhält sich auch. Ich sage auch ehrlich, dass ich eine Alkoholikerin bin, dass ich ein Problem habe mit dem Alkohol. Mhm. Ich war schwerst drogenabhängig, bin aber in der Substitution. Und ich habe halt finanziell nichts drauf, dass ich mir das selber leisten könnte. Und ja, ich sage das ganz ehrlich, weil es so ist, als die Wahrheit ist. Was haben denn die Leute von der sozialen Einrichtungen, die früher aufhatten, wo sie jetzt essen konnten, was haben die euch gesagt? Ja, wir machen jetzt zu. Leute, tut mir leid, habt Verständnis dafür? Nein, wir haben auf einmal einen Zettel an der Tür gelesen. Das ging auf einmal ganz schnell, von heute auf morgen. Ja. Stand ein riesen Zettel dran, dass die nicht mehr aufnahmen, das Team und alles, und dass wir Verständnis haben sollten. Ja. Das heißt, in Notfällen kann man halt beim Nottelefon anrufen. Das geht, das ist möglich. Aber bis da einer dran geht, da kann schon sonst was passiert sein. Das habe ich jetzt selber vorgestern gemerkt, wo ich jetzt die Schläge bekommen habe und war im Krankenhaus und hätte da auch Hilfe gebraucht. Da ist keiner dran gegangen, da war als nur der AB, also der Anrufbeantworter an. Mhm. Obwohl es ja heißt, es ist ein Nottelefon. Also das heißt, wenn man jetzt nicht betteln gehen würde, dann könnte man nirgendwo essen? Nein, geht nicht. Wenn man Glück hat, so wie ich jetzt, dass die Dame mir das gegeben hat, ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, dass Leute was gebracht haben, haben es da einfach hingestellt, nicht zu nahe gekommen, aber haben es uns dann gegeben. Aber dann ging es gar nicht. Mhm. Ging überhaupt nicht, nein. Wenn ich Ihnen etwas Geld gebe, können Sie mir versprechen, dass das meiste für Ihr Lebensmittel ausgeht? Das kann ich versprechen. Weil meine Getränke für heute, die habe ich mir besorgt. Ja, das ist immer nur so, dass ich mein Limit habe. Und das reicht mir auch. Mir geht es hauptsächlich ums Lebensmittel, um meine Medikamente. Okay. Und Sie waren ja schwerst drogenabhängig, sagten Sie. Das heißt Heroin? Ja, Heroin, Kokain. Ja. Also ich bin Polytox. Was ist schlimmer Ihrer Meinung nach? Schwieriger ist das Kokain, weil das psychisch abhängig macht. Das macht einen den Kopf verrückt und die Psyche verrückt. Heroin, da macht man ein paar Tage einen Entzug, dann geht das einigermaßen. Das ist ein körperlicher Entzug. Aber das Kokain, das macht einen die Psyche kaputt, die ganzen Nerven kaputt. Verändert auch total den Menschen. Obwohl man es nicht wahrhaben will. Was werden Sie eines Tages sagen, wenn Sie vor Gott stehen? Dass er mir verzeihen soll, mir vergeben soll. Und wenn ich glaube, das sagt fast jeder, wenn man die Möglichkeit nochmal hätte, würde ich es 1000% anders da machen oder anders da angehen. Ich war zu naiv. Wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Oh, das war bei der Geburt meines letzten Sohnes. Das war 1994. 1994? Ja. Er ist jetzt 26 Jahre alt? Ja, heute ist er 26 geboren. Heute. Möchten Sie ihn gratulieren? Auf jeden Fall. Patty, ich grüße dich, die Mama. Ich liebe dich über alles und mach weiter so. Du bist stark und du sollst viel, viel Glück in deinem Leben haben. Nicht, dass es dir so ergeht wie mir. Ich hab dich lieb. Möchten Sie Ihr Leben wieder ändern? Auf jeden Fall, wenn ich es kann, wenn ich die Chance dazu habe, jederzeit. Ich nutze es auch. Aber momentan geht ja durch den Corona geht ja gar nichts. Wo sehen Sie sich in den nächsten 3 Jahren? Oh, ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht unter der Erde. Ich möchte noch leben und ich möchte, wenn es geht vielleicht, wenn es geht körperlich auch Putzstelle oder irgendwas oder Zeitung austragen, irgendwas machen. Nützlich sein. Weil man kommt sich ja so nutzlos vor. Als Mensch dritter Klasse. Was ist der Sinn des Lebens Ihrer Meinung nach? Der Sinn des Lebens? Dass man was aus sich macht, aus seinem Leben macht. Klar, jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch macht irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten durch, aber dass man auch daraus lernt und dass man was Sinnvolles macht im Leben.
und es nicht einfach so verschenkt oder vergeudet, so wie ich es ein paar Jahre lang gemacht habe. Ich habe meinen Körper selber zerstört durch die Drogensucht. War es Ihnen in diesem Zeitpunkt klar, was Sie machen? Nee, ich habe es unterdrückt. Mit den Drogen und mit dem Alkohol. Wenn man dann klar wird, ja, dann das ist diesen Moment will er auch gar nicht erleben. Deswegen füllt man sich gleich wieder ab. Ja. Wie alt waren Sie, wo Sie das erste Mal zu Drogen gegriffen haben? 14. 14. Was war das denn für, wo war das? Im Kinderheim. Ich bin im Kinderheim gelandet, weil Missbrauch stattgefunden hat von meinem Stiefvater zu mir. Und ja, und ich bin dann total abgestürzt. Wie gesagt, ich habe dann auch meinen Kopf durchsetzen wollen und. Ne? Hat das Ihre Mutter mitbekommen? Die hat das erst hinterher über das Jugendamt erfahren, weil wir hatten ja Kontaktsperre, weil das passiert war, dass ich missbraucht wurde in der Familie. Mhm. Viele, viele Jahre lang. Sitzt der jetzt im Gefängnis? Der ist tot. Der saß im Gefängnis 7,5 Jahre dafür. Dafür? Das war mein Stiefvater, ja. Mhm. Möchten Sie das letzte Wort an unsere Zuschauer? Ja, ich wünsche allen ganz, ganz viel Glück und viel Gesundheit. Bleibt alle gesund. Leute, und haltet euch an die Ausgangssperren oder haltet euch an die Sachen, die gesagt werden, damit ihr alle gesund bleibt. Das Leben ist wertvoll. Man hat nur einmal ein Leben. Man kriegt nicht ein zweites geschenkt. Das würde ich euch allen sagen und das bin ich der Meinung. Ja, danke fürs Interview. Dankeschön, ich danke Ihnen. Wünschen alles, alles Gute. Ich euch auch und viel Gesundheit. Ja. Kommen Sie mit, ich habe da etwas für Sie. War das so in Ordnung? Ja, aber das ist auch ehrlich von mir alles. Also, das war super, danke. Na, ich denke mal, das kommt auch rüber, diese Message. Dankeschön. Kein Problem. Das Leben ist wertvoll. Man hat nur einmal ein Leben. Man kriegt nicht ein zweites geschenkt. Das würde ich euch allen sagen. Und